Einen Flyer oder ein Plakat gestalten mit Microsoft Publisher. Wenn man einen Flyer oder ein Plakat gestalten muss, dann erhält man meistens Mails mit ein paar Bildern drin und sehr viel Text. Natürlich will diesen Flyer niemand machen und am Schluss bleibt es bei einem hängen und man beginnt mal und will das besonders schön machen. Man nimmt eine schöne Schrift und man pflastert den ganzen Text in diesen Flyer. Ich ging auf die Suche im Internet und habe mal geschnüffelt, was sich da im Internet tummelt und habe zum Beispiel diesen Flyer hier gefunden. Der romantische Abend in, ich kann es nicht lesen, wie heißt es? Gröfli-Keller. Okay, Gröfli-Keller. Das geht dann weiter. Hier das wunderbare Bild. Hier unten sehr viele Informationen, wie das dann geht mit Einzahlungsschein. Interessiert man sich für den ersten oder für den zweiten Termin und so weiter. Telefonieren hier oder da. Also es ist sicher einmal zu viel und es ist kaum lesbar. Das Ziel dieses Filmes und der nächsten ist es, diesen Flyer schöner zu machen. Ich zeige einmal ein paar gelungene Prospekte, Flyer, Plakate. Zum Beispiel diesen hier. Was ist speziell an diesem Flyer? Er ist mit kleinen Kästen gemacht. Hier oben das wichtigste Rentbike ist groß. Der Text ist in der rechten Spalte. Und Rentbike erscheint dreimal hier, dann ein zweites Mal hier. Und zu unterst nochmals, also Rent a Bike. Das nächste. Das ist aus einer Broschüre. Es sind ein paar Gedanken, ein Spiegel. Also hier, es spiegelt irgendwie ein bisschen wenig Text. Und hier nochmals sehr viel Leerraum. Und es hat wiederum Kästchen. Das nächste. Taste, Authentic Taste. Hier wird einem der Speck durchs Maul gezogen und natürlich soll es lustig machen, diese Produkte zu kaufen. Diese Krone verbindet diesen grünen Teil mit dem Einkaufsladen und hier wiederum die Abbildungen der Produkte mit einer Nahaufnahme des Produkts. Das nächste sieht ganz ähnlich aus. Hier will jemand etwas verkaufen. Also es sind wieder Kästchen, dieselbe Idee. Sehr wenig Text, hier unten noch ein paar Informationen. Es ist günstig, 3,90 Franken und von wem? Manora. Man kann es lesen. Das nächste. Der Flyer von Flyer. Natürlich geht es um Fahrräder, aber alle wissen bereits, dass das Fahrräder sind. Also die Fahrräder sind nicht einmal mehr ganz abgebildet. Auch hier wiederum Kästchen. Hier noch ein paar nur Umrandungslinien. Es ist nicht mal mehr was drin. Das sind nur noch Gestaltungselemente und Flyer. Das nächste. Dieses Bild hier ist die Außenseite der Abstimmungsbroschüre Nationalratswahlen. Die Schweiz ist farbig, also ein Stimmungsbild. Simpel. Und der Text ist hier im oberen Teil, wo das Bild nicht mehr allzu wild ist, platziert. Mischen Sie mit. Das liest man. Das nächste. Kernetiketten. Hier ist der ganze Flyer immer schräg angeschnitten, alle Bilder, sogar hier ist das Papier schräg angeschnitten, auch das Logo ist in derselben Schräge und diese Linie geht durch den ganzen Prospekt hindurch. Wenig Text, aber man liest's. Willkommen bei den Etikettenprofis. Das letzte. Mein Lieblingsflyer. Natürlich geht es um Möbel. Man schaut sofort auf das Sofa. Man ist auch sofort ein bisschen irritiert. Ist das nun von oben fotografiert oder von vorne? Es ist einfach witzig. Und was können wir für Sie tun? Ich glaube, da geht man gerne hin. Das müssen witzige Typen sein. Aber wie wird nun mein romantischer Flyer zu einem schönen Flyer? Regel Nummer 1. Wenn Sie etwas gestalten, verfolgen Sie nur eine Idee.
nicht verschiedene Ideen. Bei diesem Flyer hier weiß man nicht recht, geht es um den romantischen Abend, geht es um Romantik? Oder geht es um das Benefiz-Konzert? Ist es vor allem ein Konzert, wo man noch etwas dazu isst? Oder ist es ein Nachtessen mit ein bisschen Musik? Und wenn schon Benefiz, wie viel von diesen 80 Franken hier unten geht denn, wohin geht es? Ich muss es gerade suchen. Ah, zugunsten vom Rothaus. Was ist Rothaus? Rotlichtmilieu? Oder? Ich weiß es nicht. Geht es also um ein Konzert, Essen oder Benefiz oder alles? Oder ist es vor allem eine Werbung für diesen Keller? Ich entscheide mich in der Folge für ein Thema. Ich sage, es geht um den Benefiz und der ganze Ertrag von diesem Essen geht an dieses Rothaus. Legen wir los. Ich räume diesen Flyer einmal auf. Natürlich müssen Sie die Aufgabe meistens umgekehrt machen. Sie erhalten viel Material und müssen einen Flyer machen. Aber die Arbeit ist ganz ähnlich. Damit ich überhaupt mit Aufräumen beginnen kann, möchte ich gerne den Text leserlicher machen. Ich nehme eine andere Schrift. Also, ich markiere mit Ctrl A allen Text und sage, diese wunderbare Schrift soll ersetzt werden mit der Standardschrift von Microsoft Calibri. Siehe da, und jetzt kann ich es auch lesen, Gröfli Keller. Als nächstes schaue ich, wie das gestaltet ist. Im Moment sehe ich nicht, was hier dahinter ist. Ist es ein Tabulatorschlag? Sind es Leerschläge? Ich schaue mal nach hier bei diesem Zeichen, das alle unsichtbaren Zeichen sichtbar macht. Jetzt sehe ich, aha, hier wurde mit vielen einzelnen Leerschlägen der Text nach rechts geschickt, also ziemlich aufwendig. Im ganzen Flyer ist es überall zu sehen, auch hier unten, es geht sogar über den Rand hinaus und da ist sogar noch etwas außerhalb des Papiers im Moment gar nicht sichtbar. Wie kriege ich diese Leerschläge weg? Ich mache es so, ich ersetze diese Leerschläge mit einem Leerschlag. Also ich gehe zu Ersetzen und ich mache hier zwei Leerschläge, 1, 2 und sage, diese möchte ich gerne ersetzen mit nur einem Leerschlag. Ich sage, ich möchte gerne alle ersetzen. Es hat bereits 39 gefunden. Ja. Und 78 gefunden und ja. Und nochmals einige gefunden und ja. Und nochmals weiter suchen. Irgendwann sind dann alle gefunden und ersetzt. So, jetzt nach einigen Durchläufen sind alle doppelten Leerschläge ersetzt. Hier hat es noch ein paar einzelne, die nehme ich nun noch weg mit Backspace oder mit Delete. Und hier ist noch einer. Ich gehe mal nach unten, wo haben wir da noch etwas Komisches? Klar, da hinten stimmt es nicht. Und was ist denn hier noch? Da ist ein Einzug, den lasse ich einmal. Ich mache weiter. Ich verfolge nun also ein Ziel. Ich will ein Benefiz essen für das Rothaus. Also der romantische Abend fällt raus. Es geht nicht um Romantik, es geht um ein Essen. Und tschüss. Es ist ein spezielles Essen, es ist nämlich ein Benefiz Essen. Also Benefiz gehört an den Anfang. Doppelklick darauf. Ich trage den Benefiz hier nach oben. Ich sage noch, das ist das Rothaus Benefiz Nachtessen. Also Nachtessen, darum geht es mir diesmal. Ich bin mir natürlich bewusst, wenn es vor allem um ein Konzert ginge, würde ich da oben Konzert schreiben. Jetzt geht es aber um das Nachtessen. Wie geht's weiter? Wenn schon Benefiz, will ich doch wissen, wie viel Benefiz. Da unten habe ich den Preis, 80 Franken. Das genügt mir, 80 Franken. Ich will gar nicht noch wissen, ob das pauschal sei oder pro Person. Ich nehme an, es sitzen nicht vier Personen am Teller und dass es pauschal ist, genügt.
Also, das gehört hier oben prominent hierhin. 80 Franken. Wie geht's weiter? Hier steht Rothaus. Ich weiß zwar noch nicht, was Rothaus ist, aber ich mache das einmal rot. Warum nicht, wenn es schon Rothaus heißt? Vielleicht brauche ich es nachher, vielleicht ja auch nicht. Wenn das ein Benefizessen ist, wüsste ich doch gerne, wie viel ist ein Benefiz? Ist es ein 5 Lieber pro Teller, pro Menü? Oder sind das diese 80 Franken? Ich habe keine Ahnung. Also diese Information fehlt. Das wüsste ich doch gerne, wenn ich dort essen gehen will oder gehen soll. Also sämtliche Einnahmen gehen ans Rothaus. Dann weiß ich, oh, das ist großzügig. Also das hier unten, das Pauschal und pro Person, brauchen wir gar nicht mehr. Ich lösche es. Es geht also ums Essen. Wenn wir schon beim Essen sind, wüsste ich gerne, was ich da erhalte. Da unten steht, es sei ein genüssliches Essen oder ist nur die Veranstaltung genussvoll. Das Essen ist wichtig also. Und hier unten geht es weiter mit Köstlichkeiten, mit italienischen und Apero. Ah, und noch Getränke. Eigentlich ist das zu viel. Ich will kurz wissen, was esse ich dort. Also, ich kann das alles ersetzen, zum Beispiel mit einem Viergangmenü. Ich gehe wieder nach oben. Hier sind wir am Essen. Hier soll das rein. Viergangmenü mit italienischen Köstlichkeiten. Wunderbar. Es geht weiter. Ich kann also hier unten ein paar Dinge löschen. Da steht die genussvolle Veranstaltung nehme ich weg. Das Rothaus, da komme ich darauf zurück. Brauche ich nicht. Apero brauche ich nicht. Das ist im Essen inbegriffen. Dessert inbegriffen. Habe ich geschrieben, dass es köstlich ist und italienisch auch weg. Natürlich gibt es Getränke und so weiter. Und diese Detail hier mit Spirituosen und so weiter, das kann man ja am Abend verkünden. Braucht es nicht. Ja, es wird lockerer, es geht weiter. Offenbar ist die Musik doch wichtig. Das Ganze wird begleitet mit Musik. Also gehört hier nun die Musik hin. Wenn es ein Benefizkonzert wäre, wäre natürlich das Essen bei Gemüse, aber jetzt ist leider die Band bei Gemüse. Ich verkürze hier mit der Band Pasch 4 aus Deutschland und die Gasthauschefin spielt noch mit. Lasse ich alles weg. Es genügt. Pasch 4. Woher die kommt, spielt keine Rolle. Ich lösche das hier alles und schreibe Folgendes. Ich mache hier ein bisschen Platz. Zum Beispiel Unterhaltungsband Pasch 4. Natürlich will ich wissen, wo das stattfindet. Hier steht 13. 14. November im Gröfflikeller. Weiter unten steht Freitag, Samstag. Warum nicht zusammennehmen? Und die Uhrzeit. Ich vereinfache das und schreibe hier Folgendes hinein. Freitag, Samstag, 13. und 14. November, 19 Uhr, Gröfflikeller. Also ich ersetze das hier. Hier unten das hier. Es geht weiter. Wir sind beim Bild angelangt. Dieses Bild ist nicht gerade sympathisch. Nehmen Sie sich Zeit für ein wunderbares Bild. Machen Sie ein paar Fotos und nehmen Sie das Beste. Das hier lösche ich mal. Wir nehmen nachher ein besseres. Und tschüss. Wir kommen zu diesem langen Text. Das ist das Reservationsprozedere. Das lasse ich alles weg. Das ist viel zu kompliziert. Eine Telefonnummer genügt. Also alles weg. Ich ersetze das mit folgendem. Reservation. Welche Nummer? Das ist das Wichtigste. Wer steckt dahinter? Da weiß man, okay, das ist jemand von Bensenschwil. Das bis bald brauche ich nicht. Anita ist da unten schon Anita. Werner gehört dazu. Kieser ist auch gut. Und dass das noch ein Team ist, ist ja anzunehmen bei so vielen Gästen. Alles weg, brauche ich nicht. Es braucht auch nicht zwei Telefonnummern, eine genügt. Und das Mail, das würde ich auch nicht hinschreiben, außer das wäre zum Beispiel ein Mail des Hauses. Das sähe zum Beispiel so aus. Zum Beispiel,
info@gröflikeller, dann weiß ich, ah, das ist ja die Firma. Und hier mit Bluewin, das ist eine Privatadresse, die würde ich so nicht in den Flyer nehmen. Also ich kann das alles ersetzen hier. Allenfalls diese eine Mailadresse noch oder die eben auch nicht, denn die Reservation läuft ja nicht über diese Mailadresse, sondern über diese Nattel-Adresse. Ich glaube, jetzt haben wir drei Themen. Was ist los? Wann und wo? Und wo kann ich reservieren oder wie kann ich reservieren? Und mit diesem Material arbeiten wir im nächsten Film weiter.